herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und es ist Samstagmorgen, ich bin müde. Ich habe gerade schon ein Video gedreht, um mich so ein bisschen einzustimmen. Stimmen, was denn das Wort ist das? Und drehe jetzt ein zweites, was aber vor dem kommt, was ich eben als erstes geredet habe. Ja, ist ja egal. Also, so. Erstmal dazu, ihr seid in meinem Kanal gelandet, ihr seid in meinem Video gelandet. Schon mal herzlichen Glückwunsch dazu. Ihr könnt natürlich auch gleich noch meinen Kanal abonnieren, das freut mich sehr. Und ja, die Community wächst. Ich freue mich mega über Kommentare. Das ist schon ein reger Austausch. Voll gut. Total gut, echt. Ja, was habe ich euch heute mitgebracht? Ich habe euch heute ein kleines, ein Throwback mitgebracht. Mit ohne Sprache. Ihr kennt das, Samstagmorgen und so. Und zwar ein Throwback. Ich habe bereits vorgestellt, ich glaube, das müsste Ende des Jahres gewesen sein. Ich habe von, Ende des Jahres oder doch irgendwie so, ich habe von meiner Bastel-Community, also von meiner Bastel-Crew besser gesagt, da haben wir uns, hallo kleine Spinne, du hast ja immer so gar nichts verloren, gar nichts, abgelenkt durch Spinne, mit unserer Bastel-Crew, haben wir eine kleine Challenge gemacht und eine kleine Aktion und haben uns gegenseitig, also klein war sie nicht, sie war groß, okay, ich gebe zu, sie war groß, wir haben uns gegenseitig Signaturen erstellt. Und zwar war der Sinn oder der Plan, DIN A5 Signaturen und davon für jede unserer Bastelcrew-Mitglieder eine. So, und zwei davon, also muss ich anders anfangen, Evi hat uns hat mir auf jeden Fall, ein großes Cover gemacht, ein wirklich großes, wirklich schönes Cover. Moment, ich hole euch das mal. Es ist wirklich groß und wirklich schön und ganz toll. Es ist ein Traum, dieses Cover. Es ist ein Softcover, was man hier so dann rumlegen kann. Hat hier Platz für 6 Signaturen und ein Fussel oben drauf. Nein, das hängt fest. Hat Platz für 6 Signaturen. Jetzt kommt das große Aber. Wenn hier 6 Signaturen drin sind, ich kann da nicht mehr drin schreiben. Und jedes Mal die Signatur rausfummeln. Ja, nicht ganz leicht. Nicht ganz leicht. Dementsprechend habe ich mich jetzt dafür entschieden. Das, guck mal, das ist so ein Traum, oder Leute? Das ist so ein Traum. Dass meine Signaturen von Jessie, von Evi und von Niki hier einfach drin bleiben. Hier ist die Verschluss abgegangen. So, sure. Dass die drei hier drin bleiben. Wisst ihr, so kann ich nämlich noch blättern, so kann ich auch noch schreiben, ohne dass ich sie jedes Mal hier rausholen muss. Ne? Also dieses, dieses Cover ist einfach mega. Nur mit 6 Signaturen drin oder 5 sind es dann mit, also im Moment. Mit 5 Signaturen drin ist ein Schreiben unmöglich. Ohne jedes Mal die Signatur rauszufummeln. So. Die Signaturen, die jetzt drin sind, die könnte ich jetzt relativ leicht rausnehmen, weil einfach auch ein bisschen Bewegung, ein bisschen Luft drin ist. Guck mal, jetzt sind noch so schön Charms drin gemacht, voll geil, oder? Ja, auf jeden Fall ist hier noch ein bisschen Luft zum Bewegen und dementsprechend könnte ich auch die Signaturen, die da drin sind, rausnehmen, aber ich kann auch so da drin schreiben, wie es ist so. Lange Rede, kurzer Sinn, das Ding war mir zu dick, ich konnte nicht schreiben, ich habe sie immer nur im Schrank stehen gehabt und irgendwie angebetet und irgendwie doof. Also nein, schön, aber nicht zweckvoll. Zweckvoll? Naja, ihr wisst, was ich meine. Ich erfinde heute Morgen neue Wörter. So, nun habe ich aber die Signaturen von Dani und von Ulrike rausgelöst. Hier ist noch ein Fettchen. Rausgelöst aus diesem Konglomerat der großen, dicken Signaturen. Weil es war natürlich auch so, Leute. Ja, wir haben gesagt, so um die 10 Seiten. Was passiert denn, wenn einer von uns Bastlern um die 10 Seiten macht? Das Ding explodiert. Ihr habt es gerade gesehen, wie dick alleine 3 sind. So, und jetzt haben wir hier 2 einzelne Signaturen, die, also für sich genommen sind das Bücher, ne? Also das sind nicht einzelne Signaturen. Also ja, sie sind in einer Signatur, aber es sind Bücher. So, nun habe ich überlegt, was mache ich denn? Und die kriegen ein eigenes Cover und da fiel mir in meinem Coverschrank, also ich habe hier so, so ein Schrank, das ist so ein, sagen wir, Schreibtisch-Nebenschrank, stand irgendwann mal in irgendeinem Schlafzimmer, keine Ahnung, ist auf jeden Fall so ein Schrank mit 3 Fächern und da habe ich meine ganzen Cover drin.
So, und da habe ich zwei Cover von Paper Blanks gefunden, die ich benutzt hatte, die Bücher. Und zwar habe ich die immer in der Firma benutzt, wenn ich irgendwie geschrieben habe und hatte dann diese Cover übrig. Also was heißt übrig? Also habe dann irgendwann den Inhalt, der war dann hier über, also alt, oll, konnte weg. Den habe ich rausgeschnitten und habe dann diese Cover hier über gehabt. So. Das hier war ziemlich quietschelila, also so richtig leuchtglitzerlila, und das hier war halt so, wie es ist. Na, und dann wollte ich euch einmal zeigen, was habe ich damit gemacht. Also ist quasi der Throwback zu den Signaturen. Und das hier in einem Edgar Allan Poe Buch ist, wie sollte es anders sein? Ne? Wie sollte es sein, dass in einem Edgar Allan Poe Buch nicht Dani landet? Also das wäre ja, geht ja gar nicht. So, jetzt habe ich den Rücken ein bisschen verstärkt. Also dadurch, dass ich die Signatur hier reingebunden habe und hier so ein Innenteil, so ein Spine reingepackt habe, habe ich das ein bisschen breiter gemacht, als es war. Dadurch ist es mir so ein kleines Stückchen rechts und links aufgebrochen an dem ursprünglichen Rücken. Und deswegen habe ich einfach hier Stoff drüber geklebt und mit 3D-Stempelfarbe bearbeitet. Finde ich, sieht ganz cool aus. Auf der anderen Seite habe ich nur Stoff, deswegen ich kann mir überlegen, welchen Rücken ich nach vorne packe in meinem Schrank. So, also ich denke mal, diese Paper Blanks Bücher werdet ihr kennen. Hier könnte ich ein bisschen Versiegelung noch drauf machen, dass es nicht auseinanderfällt. Ja, das ist einfach wirklich, war so ein halbes Jahr da was bei mir mit in der Arbeit mitgelaufen, dieses Buch. Deswegen ist das einfach benutzt. Na, hier seht ihr schon, ich habe das Cover eingebunden. Das ist noch ein bisschen störrisch hier. Aber ich kann schreiben. So, und die Dani-Signatur, die kennt ihr ja. Also wenn ihr das Flip-Through zu der Signatur von Dani sehen wollt, dann müsst ihr mal das letzte Jahr zu meinen Flip-Throughs gehen. Da findet ihr diese Oberknaller schöne, düstere Signatur. Also das ist wirklich, ja, die ist wirklich großartig. So drin gelassen habe ich auch noch die Tasche, die hier bei den Paper Blanks, ich will mal Paper Blanks sagen, machen wir mal. Nicht, weil wir Outer Banks gerade gucken. Na, egal. Bei den Paper Blanks Büchern ist hinten immer noch so eine Tasche drin. Die habe ich erhalten. Und so hat Danis Signatur einen wunderschönen Wohnort mit einem eigenen Cover. Und so kann ich es wirklich benutzen, dieses Buch. Ich meine, man sagt immer, es ist echt so schön zum Benutzen. Aber andererseits, wir haben uns die Dinger gemacht. Wir sind Junk-Journaler. Wir wollen auch journalen. Also, ne? Dementsprechend, die Signatur von Dani wohnt in Edgar Allan Poe Buch. Ich finde, das passt einfach wie Arsch auf einmal. Gerade auch, weil sie Raben und Düster verarbeitet hat. Ja, und bei Ulrikes Signatur, da musste ich an diese Paper Ladies denken, mit denen sie viel gemacht hat. Und diese Paper Ladies, ja, habe ich lustigerweise auch. Und dementsprechend wurde dieses Buch, dieses Paper Blanks Buch, komplett in Paper Ladies gehüllt. Ja, ich habe erst überlegt, ob ich nur vorne eins drauf mache, aber das war so leuchtend glitzerlila, dass ich leuchtend glitzerlila nicht mit Ulrike verbinden konnte. Das ging nicht. Das hat nicht funktioniert. Normalerweise ist hier noch so ein kleiner Magnet drin, aber durch den vielen Stoff und das Papier funktioniert er nicht mehr richtig. Funktioniert schon, aber ist zu schwach. Er ist zu schwach, um das zuzuhalten. So. Auch hier habe ich den Rücken ein bisschen erweitert. Diese Signatur ist nicht ganz so mega fett, sage ich mal. Also die ist ein bisschen schmaler. Und deswegen brauchte ich den Rücken nicht noch erweitern, also nicht noch großartig erweitern, nur so ein bisschen. Genau, hier ist wieder eine Paper Lady. Dort ebenfalls, auch hier findet ihr die Tasche, die bei Paper Blanks immer drin ist. Und bin ich auch noch komplett im Bild. Ja, so, genau. Und hier ist Ulrikes Signatur. Und ihr könnt es jetzt leider nicht riechen, ne? Aber Ulrikes Signatur, sie hat hier Fake-Leder gemacht. Und es riecht so geil nach einer Creme und sie kann sich nicht mehr erinnern, welche das ist. Also Ulrike, falls du dich jetzt erinnerst, sag's mir bitte. Ja, es fühlt sich super an. Es ist total, ich sag mal, lecker cremig. Nein, das ist nicht mehr cremig, aber es riecht cremig.
So, und auf jeden Fall kann ich jetzt hier, das hat dann noch einen zusätzlichen Schutz, den habe ich mit eingebunden, weil ich finde den einfach so geil, also dieses Leder. So, genau, hier ist mir, irgendwo ist mir ein Tag rausgefallen. Muss ich mal gucken, ob der hier war. Ich stecke jetzt erstmal hier rein. Kommt der hier hinter? Kann sogar sein, dass er hier hinter war. Dass er hier oben rausguckt. Ja, das wird aber blöd mit dem. Nee, ich glaube, ich stecke ihn lieber hier rein. Oder oben? Ja, oben. Naja, egal. Also das Flip-Through auch von Ulrikes Signatur. Das könnt ihr auch auf meinem Kanal sehen, natürlich. Letztes Jahr war das. Hier ist auch noch was zum Aufklappen. Also, wie gesagt, die Signaturen von den Mädels, es ist echt der Knaller. Und auch lustig, dass sie ja so Karl Larsson-Bilder genommen hat. Ich mag Karl Larsson total gerne. Ja, total schön. Ich könnte jetzt hier wieder stundenlang blättern und euch hier vorschwärmen. Das bringt noch nicht viel, weil ich wollte euch ja zeigen, was ich mit den Covern gemacht habe. Ne? Also das war mein eigentlicher Plan, dass ich euch mal zeige. Throwback. Was macht man eigentlich mit den Signaturen? Was macht man eigentlich mit dem Cover? So, und jetzt gefällt mir das viel besser, dass die beiden Signaturen aus der großen raus sind und dass sie hier einen eigenen Wohnort haben, mit dem ich einfach auch, also ich kann mir jetzt ein einzelnes Buch schnappen und damit irgendwie losziehen und mitnehmen, schreiben, irgendwas. Ne? Kann ich jetzt machen. Weil mit diesem Riesenwälzer, da brauchte man schon eine eigene Handtasche für das Buch allein. So, genau. Damit habe ich euch jetzt einmal gezeigt, wie es weiterging. Ne? Also manchmal braucht es einfach ein bisschen Zeit, bis die Ideen fließen oder bis auch die Erkenntnis fließt, so, oh, boah, das ist mir echt zu dick. Also wir machen jetzt mal einfach mal zwei raus und dann hat das eine Größe, mit der ich echt gut arbeiten kann. Ja, also das kann ich auch mit dazu legen. Ja, oben drauf. Ja, also das hat jetzt eine Größe, mit der ich echt arbeiten kann. Also wenn man sich das jetzt vorstellt, eigentlich normalerweise machen Leute damit irgendwie, weiß ich nicht, 7 oder 9 Signaturen und haben dann so ein dickes Buch wie jetzt hier mit 3, ne? Also da hat sich schon die Bastelcrew überhaupt nicht lumpen lassen mit den tollen Signaturen. Ganz und gar nicht. Ja, dementsprechend 1, 2, 3 Bücher. Und die haben einen ganz speziellen Platz in meinem Regal, was ich neu aufgehängt habe. Das ist voll schön. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier gewirkt und gemacht und bin total happy damit, dass ich wieder schreiben kann. Und damit entlasse ich euch aus diesem Video. Ich werde gleich die Dani von dem Zug abholen, die mich heute besucht. Wir wollen ein bisschen basteln. Wir wollen ein Konzert besuchen. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn ich das jetzt hier schaffe und die Kurve kriege, dann wird das Video auch am Sonntag gepostet. Das heißt, von heute aus gesehen morgen. Und dann ist Dani wahrscheinlich sogar noch hier. Ja. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ganz viel gequatscht. Es ist früher Morgen. Ich kann mich nicht richtig sortieren und fokussieren sowieso nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kleines Throwback zu den Signaturen meiner Bastelcrew. Und ja. Was soll ich sagen? Bis demnächst in diesem Kino, Leute.